Hallöchen! Heute mal in HD. Wie ihr seht, könnt ihr euch das Video auch auf HD angucken. Ja, ich habe noch nicht wirklich den Plan, wie wir dieses Rätsel hier schaffen sollen. Aber ich schlage mal vor, wir machen jetzt einen Glitch hier rein und dann boing, einmal hier hoch. Und dann müssen wir den hier irgendwie umleiten, aber ich weiß noch nicht ganz wie. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Scheiße. Upsa. Wie soll ich das denn machen? Ah, ich weiß. Der kehrt das ja um. Okay, einmal hier. Boing, einmal durch. So. In den Schwibbel, in die Schwibbelröhre. Nee, Schwibbel, nicht Schwibbelröhre. Nein, ihr seht mich gar nicht. Tja. Und dann. Muss ich den einmal hier hinmachen? Und dann kann ich. Nein. Scheiße. Ah. Voll fail. Nein. Kommt weg. Ah, ja. Aber so ungefähr sollte es funktionieren. Doch, jetzt noch wieder schwimmelt. Ja, glitscht dran. Ich hab schon mit meinen Wörtern hier voll durcheinander. Oh, nee. Da. Okay, aber wenigstens weiß ich jetzt, wie es funktionieren müsste. In die Schwibbelröhre. Ich muss ihn jetzt ändern. Orangen ist wieder. Okay. Ups. Ja, das Orangen muss ich ändern. Und dann möglichst auch da hin. Gut, das dauert jetzt noch ein bisschen. Da kommt der Schwibbel. Der glitscht durch den Schwibbel. Nein. Alter. Wie blöd. Ah, wie geil es aussieht auch. Wieso? Weil ihr mich töten wollt, weil da hinten brennt es. Wirklich macht hier einiges kaputt. Also, was macht das? Ah. Also, ja, so komme ich dann rüber. Oder? Hä? Mal ernsthaft? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber ich versuche mal was. Ich habe nämlich einen Plan. So, kommen wir ganz hoch. Und wenn wir jetzt hier rausschleudern, schleudern wir vielleicht da drauf und springen dann darüber. Aber gucken mal, ob das klappen wird. Boah. Oh, du hast es gelöst. Juhu. Wie schön für dich. Sehr schön. Oh, oh. Oh, es bebt alles. Ein Testanzug. Wir testen doch. Da kann er doch nicht auf Testentzug sein. Also wirklich. Sollte ich mal nicht so anstellen. Wir testen doch. Und irgendwann dann zerstören wir ihn auch. Juhu! Ich wette, ihr platzt schon fast vor Neugier wegen der Überraschung. Nur noch zwei Kammern. Eine Überraschung, so. Eigentlich möchte ich gar nicht wissen, was das für eine Überraschung ist. Hä? Willst du mich verarschen? Wow! Wir machen sofort! Ah! Na geil. Upsa! Schwimmel! Du hast es sicher schon gemerkt. Das hätte ich dir noch tun sollen. Ich wäre ja sonst nicht weggekommen. Ich habe zwei kleine Roboter gefunden, eigens fürs Testen gebaut. Oh nein, er hat die Kooperationsinitiative entdeckt. Meine Erfindung zum Ausmustern menschlicher Testsubjekte, bevor du geflohen bist. Ja, die sprechen hier gerade von den Koop-Robotern Peabody und Atlas. Wow. Das ist der Teil, in dem er uns tötet. Oh shit. Hallo, in diesem Teil bringe ich dich um. Mir kam da ein Geistesblitz. Ich dachte, wow, überall Brecher, na geil. Und dachte, und jetzt ja, die sind tödlich. Aber was fehlt da noch? Viele spitze Teile sind festgeschweißt an den glatten Teilen. Nein, mach das nicht. Yeah. Maschine an.
Okay, wenn man zu lange wartet, wird man offensichtlich zerquetscht. Oh, das hat mich jetzt erschrocken. Ich dachte, okay. Ich wusste. Jo. Versuchen wir es nochmal. Hallo, in diesem Teil bringe ich dich um. Mach Glitch. Ich stahl Stahlplatten zusammen und dachte, ja, die sind... Nein, mach das nicht. Stell dich hier. So. Komm zurück. Ah, es geht zu, wenn man hier... Ernsthaft, komm zurück, bitte. Komm zurück. Oh, du bist zurückgekommen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, ich bin noch da. Die Todesfalle kann ich nicht wieder aufbauen. Oh, spring doch einfach mal da in die Grube. Tust du das für mich? Spring da mal runter. Spring doch mal eben in die Grube da vorne. Die tödliche Grube da. Ja, wenn man das macht, kriegt man ein Achievement. Sollte ich da in die Grube. Aber man ist tot. Jetzt rate, wer da unten auf dich wartet. Deine Eltern. Du wurdest doch nicht adoptiert. Da in der Grube warten deine leiblichen Eltern auf dich. Ich hätte es dir schon früher sagen sollen. Mein Versäumnis. Also spring rein direkt in die Arme von Mami und Papi. Ja, da sind aber nicht unsere Eltern. Was noch da unten ist. Na schön, ich habe beschlossen, dich nicht umzubringen. Ja, wenn du zurückkommst. Ich wollte eben ausprobieren, ob man stirbt, wenn man lange genug wartet, weil die Brecher... Und du sagtest, klar, Mann, kein Problem. Dann kannst du zurück. Ich lass ihn erst ausprobieren. Diese Zeit nur hin. So, ich dachte, wenn man lang genug wartet, dachte ich nicht, dass man dann, ja, zerquetscht wird. Weil es ja, wie man gesehen hat, immer so war, dass wenn man... Wenn man direkt da entflohen ist, dass dann direkt die Brecher halt losgehen. Und das habt ihr ja auch gesehen, dass das so war. Ich bin enttäuscht. Oh, ich hab eine Idee. Schön. Mögen die Spiele beginnen. Nein. Nicht, wenn ich jetzt rüberkomme. Du bist ja lustig. Willst du zurückgehen oder was? Nee. Ah, hier. Kann ich. Sehr schön. So. Puh, da hat Whitley mir aber einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Ja. Wie gesagt, ich dachte, dass die Platten erst zusammen, also die Brecher erst losgehen, wenn man weg ist. Nicht, dass man, wenn man lang genug wartet, dann doch zerquetscht wird. Halt durch. Ich bin schon fast da. Beachte mich gar nicht. Lol. Weiter fliehen. Ich warte hier besser mal. Ja, mach nur alles kaputt. Das stört ja keinen. Total Damage. Kann man da hier hoch? Ja, das ist eine Platte. Cool. Gehen wir mal hier hoch. Ha, Todesfalle! Hui. Bringen Sie dich um? Sie bringen dich um, oder nicht? Nein, wir haben sie kaputt gemacht, ihr Idiot. Der ist noch verpackt. Das ist ja auch Huch, was denn? Ja, den haben die irgendwie falsch zusammengebaut. Vielleicht haben die Türme gelernt, Würgeeisen zu verwenden. Das wäre eine Erklärung für das extrem leise Töten. Ha! Flog dann gerade dein von Kugeln durchsiebter Körper aus dem Raum. Das war... Oh nein, das waren ja die fehlerhaften Türme. Das macht gar nichts, denn ja, also ich bin nicht alle tot. Trümpfe in der Hand. Bube, Dame, König, Ass, Full House. Alles Trümpfe. Dabei kann ich gar nicht Karten spielen. Und jetzt neue Geschütztürme, voll funktionsfähig. Ein Mau-Mau-Vierling. Unschlagbar, glaube ich. Tschüss. Was ist denn der andere? Wie sind denn die anderen? Das ist lustig. Tschüssi. Lustig. Okay, das war einfach. Müssen wir den jetzt hinterher? Ich weiß es gerade nicht. Gehen wir mal dahin. Ja, verstehe. Raffiniert. Sehr raffiniert. Aber auch dumm. Die Klingenwand. Listig. Wow. Fein. Endlich eine Gegnerin, die meinem enormen Intellekt würdig ist. Ja.
Welcher Intellekt, Weedy? Du bist ja echt lustig. Welcher Intellekt? Holmes, oh! Aristoteles, den Stamm Aristoteles! Nein! Das will ich aus der... Okay. Da war ein Brecher. Oh. Und er hat gerufen, Aristoteles gegen den Stampfer des Todes. Intellekt würdig ist. Ja, genau, da wurde irgendwie das Wort gerade so halb abgeschnitten. Okay, ich habe hier gerade unten gesehen. Holmes gegen Moriarty. Nein, ich wollte da gerade rein. Gegen den Stampfer des Todes. Ja, abgeht. Gegen den Stampfer des Todes. Okay, ich habe gesehen, hinten kommt noch so eine Plattform angefahren. Versuche ich mal, welches muss ich, rotes, orangenes, muss ich dahin machen? Holmes gegen Moriarty. Aristoteles gegen den Stampfer des Todes. Bitte. Tschüss. Nein. 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 Fast schon weg. Wow. Knapp. Geil, das Teil wird hier einfach reingeflogen. Cool. Wo steckst du? Du, weil er sagt, wo steckst du, und in den Untertiteln stand, wo bist du hin oder so. Dass hier auch überall diese komischen Emanzipationsdings sind. Oh, Glipschi! Ist denn was kaputt gegangen? Nein, oh, gar nichts. Oh, hat es dich umgebracht? Das wäre ja fast zu schön, um wahr zu sein. Jo, Glipschi! Hallo? Komm hier rein. Oh, 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 ja, ja, alles klar. Hat eine tolle Idee. Bin gleich wieder da. Also nicht sterben, bevor ich wieder da bin. Nein, ich versuche nicht zu sterben. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wieso sind denn da so viele? Ja, geil. Da oben. Boah. 9 Stück. Was passiert da? Glipschi. Glipschi. Glipschi? Juhu! Ah, ist das geil! Yay! Noch mehr Glipschi. Noch ein bisschen höher. Ah, ist das geil! Die sind voll mit dem Glipschi-Glipschi-Zeug. Jo, cool. Und nu? Wo muss ich denn hin? Ach, da drüben hin. Nein. Wollte da gerade hoch. Ja. Gehen wir mal da hoch. Ach, okay. Dann bin ich ja schon da, wo ich hin wollte. Sehr schön. Supi. Ich wollte jetzt gerade überlegen, wie komme ich denn da jetzt hin? Ich möchte irgendwie den Raum da, den wir da sehen. Aber ich glaube, da kommen wir nicht hin. Irgendwie? Ich weiß nicht. Mein Zeitgefühl sagt mir, so viel Zeit haben wir nicht mehr. Obwohl, eine Minute vielleicht noch? Keine Ahnung. Ich muss mal auf die Uhr gucken. Ich habe mir eine Uhr gestellt, ja? Ich habe mir eine Uhr gestellt. Juhu. Okay, wir gehen mal weiter. Weißer Glitch. 10 Jahre in der von ihr geschaffenen Kammer, in der man von allen Robotern angeschrien wird. Und dann töte ich ihn. So, ich habe irgendwie das Gefühl, wir müssen auf den Knopf drücken. Aber das mache ich erst in der nächsten Folge. Bis morgen, Leute.